So, ich wollte euch mal den Neuzugang zeigen. Mal Blatt-Hand-Vergleich. Meine Hand ist nicht die größte, aber ja, man sieht doch, dass die Blätter schon ganz schön groß sind. Hat keine Stacheln oder Borsten dran, außer an den Früchten. So, man sieht auch da oben, dass halt noch Blüten da sind und auch viele Knospen. Und die Pflanze ist anscheinend selbstbestäubend. Da bin ich jetzt natürlich gespannt, ob das wirklich von ganz allein geht oder ob da nicht doch irgendwie ein Insekt mitgeholfen hat. Die Früchte sind leider noch nicht reif. Ja, sollten aber, ich denke, die nächsten Wochen zur Ernte bereit sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie die schmecken. So, und dank der Lulu fühle ich mich immer mehr wie ein Zwerg. Ich gehe ungefähr von der Höhe bis hierhin. Und die Papaya nebendran, die hat auch schon fast meine Höhe erreicht. Die eine Frucht ist sogar immer noch dran. Ja, eine ziemlich hässliche, aber ist halt die einzige, die dran ist. Und mal abwarten, wann die einer Papaya anfängt zu ähneln. Achso, dann die weiße Sapote, die hat auch noch die Frucht dran. Mach mal die Finger ran, dass man es sieht zum Vergleich. Und wir hatten ja die ganzen Blüten und Ansätze entfernt, damit die halt die ganze Energie bekommt, aber eine hatten wir übersehen. Und die hat jetzt von der Größe her die erste fast eingeholt. Ja, dann überall mal Gelbtafeln, weil wir ziemliche Probleme mit der weißen Fliege haben. Und na, ich eigentlich nicht auf Chemie zurückgreifen wollte. Das ist die schwarze Sapote, die macht auch ab und zu mal neue Knospen und öffnet dann die Blüten. Aber bis jetzt sind die Blüten auch alle abgefallen. Ich weiß nicht wirklich, woran es liegt. Wir haben jetzt den Dünger auch umgestellt und hoffen, dass es da dann irgendwie besser geht. Ja, ganz viele Jungpflanzen und Hibiskus, vier Sorten, von denen bis jetzt nur drei geblüht haben. Ja, das ist noch ein Rosenapfel, der ist auch ziemlich neu und auch schon größer als ich.